dass es eben wie jedes Jahr mindestens einmal eben ein großes Unwetter ist und dass man bei dem Unwetter hier hinterm Haus dann den Weg, der Richtung Sillenbuch führt, dass man da meint, also man hätte einen Fluss, weil er ist dann derartig überschwemmt und bringt dann bei der Überschwemmung natürlich auch von den Feldern her Erde mit, sodass es eigentlich nachher große Reinigungsarbeiten gibt. Also eignet sich heute ein Unwetter mit Starkregen und Starkhagel. Dabei wurde die Feuerwehr gefordert mit insgesamt 10 Einsatzstellen und es waren 9 Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehr wurde gerufen zum Kellerleerpumpen und teilweise auch Eindringen von Hagel in Kellerbereiche. Wir haben die Einsatzstellen mit Wassersauger und Tauchpumpen bearbeitet und die Keller leer gepumpt.